Total War Warhammer ist ein Eintrag in der Total War-Reihe mit dem Setting von Warhammer. Es ist das Fantasy-Setting von Warhammer, nicht die Sci-Fi-Variante. Die Total War-Reihe gibt es seit 2000 und Warhammer ist der 10. Eintrag in der Reihe. Über die anderen Titel kann ich nicht viel sagen, denn ich habe sie nie gespielt. Total War Warhammer ist damit mein erster Teil in der Reihe. Das Genre ist ein Mix aus rundenbasierter Strategie und in Echtzeit ablaufenden taktischen Gefechten. Der Fokus liegt spürbar stark auf den taktischen Gefechten, dazu aber später noch mehr. Die Story an sich ist gegeben durch den Warhammer-Rahmen, aber eine richtige Story, die man erfahren kann, von Anfang bis Ende, mit Spannungsbogen und allen anderen Elementen, die dazugehören, gibt es nicht. Trotzdem hat fast alles eine Sprachausgabe. Und für das meiste auch eine entsprechende deutsche Übersetzung. Es gibt aber einige Stellen, an denen die Sprachausgabe nicht übersetzt ist. Dort kann man sich aber, falls nötig, mit Untertiteln behelfen. Wie spielt es sich? Wie eben schon erwähnt, besteht Total War Warhammer aus zwei Elementen: rundenbasierter Strategie und Echtzeit-Taktikgefechten. Die Echtzeitgefechte haben eine deutlich höhere Priorität und deshalb möchte ich sie zuerst besprechen. Doch bevor wir darauf eingehen, gilt es, eine Fraktion zu wählen. Es gibt viele verschiedene und mit DLCs noch mehr. Jede Fraktion hat ihre eigenen Einheiten und verschiedene Stärken. Damit zu den Gefechten. Im Gefecht stehen sich zwei Armeen gegenüber. Jede Armee besteht aus Truppen, Kommandanten und Helden. Ziel ist es dann, die gegnerische Armee zu eliminieren. Hat man bedeutend mehr Truppen, so ist die Aufgabe trivial. Häufig ist das aber nicht der Fall. Gerade in den Missionsschlachten hat man bestenfalls ein ausgeglichenes Verhältnis. Und in diesen Fällen kommen die taktischen Elemente ins Spiel, denn sonst ist eine Niederlage fast sicher. Alle Truppen funktionieren grob auf einem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Sie haben noch andere zusätzliche Elemente, aber um die Gefechte nachzuvollziehen, reicht es als Fundament aus. Also wenn man seine Scheren auf die gegnerischen Papiere schicken, seine Papiere auf die gegnerischen Steine und seine Steine auf die gegnerischen Scheren. Die Truppen sind dabei von den üblichen Infanterien und Kavallerien bis hin zu Monstern und Drachen. Dafür gibt es vor Beginn des Gefechts eine Positionierungsphase. Jeder Armee steht eine Fläche zur Verfügung, auf der sie ihre Truppen frei positionieren, gruppieren und formieren können. Sobald das Gefecht begonnen hat, setzt man dann alles in Bewegung. Während des Gefechts gilt es dann weiterhin, seine Truppen gut zu manövrieren, damit die richtigen Truppen die richtigen gegnerischen Truppen treffen. Gleichzeitig kann man auch andere taktische Manöver anwenden. Zum Beispiel kann man die gegnerischen Truppen flankieren, was ihre Kampfmoral sinkt. Oder den gegnerischen Kommandanten fokussieren. Wenn der fällt, sinkt ebenfalls die Moral. Fällt die Moral der Truppen, also sowohl der eigenen als auch gegnerischen, genug, so fangen diese Truppen an zu flüchten. Nach einiger Zeit können sie sich beruhigen und wieder eingesetzt werden. Und so spielt nahezu alles Denkliche eine Rolle. Sogar Müdigkeit ist ein Faktor. Sind die Truppen zu viel gesprintet, so sind sie ermüdet und können nicht mehr so gut kämpfen. Und dann gibt's noch die Kommandanten und Helden. Manchmal sind sie einfach nur extrem stark. Häufiger sind sie aber Magier und haben entsprechend Zauber, mit denen sie die Kämpfe beeinflussen können. Es dauert schon mehrere Stunden, um sich überhaupt daran einzufinden. Und dann noch viele weitere Stunden, um das Ganze zu meistern. So, und damit kommen wir zur Kampagne. Der rundenbasierte Strategieteil. Nachdem das Volk und legendäre Anführer gewählt wurde, kann man ein optionales kurzes Tutorial spielen oder direkt anfangen. Das Tutorial lehrt die minimalsten Notwendigkeiten, um die Gefechte zu bestreiten. Während seiner Runde kann man Städte einnehmen, Städte ausbauen, Truppen rekrutieren, Diplomatie betreiben und so weiter. Vom Stil her erinnert es stark an 4X-Spiele wie Civilization. Ziel ist es letzten Endes, die ideologisch gegnerischen Fraktionen auszulöschen oder eine gewisse Anzahl an Provinzen zu halten. Provinzen sind Gegenden, in denen es mehrere Städte gibt. Es ist aber alles nur sehr oberflächlich und dient nur als Katalysator, um den Gefechten einen Rahmen zu geben. Was ist gut? Eine Kurzfassung dieser Sektion wäre alles, was mit den Gefechten zu tun hat. Aber ich will das ein wenig ausführen. Zuerst ist da der schiere Maßstab. Häufig sind es mehrere tausend Einheiten, die gegeneinander antreten, und die sind alle animiert und gerendert. Diesen Maßstab findet man nur selten, ist aber wohl eines der Markenzeichen der Total War-Reihe.
Das Ganze ist dabei sogar noch performant. Und falls man das Gefecht hautnah mitverfolgen will, gibt es eine cinematische Kamera, mit der man auf einzelne Einheiten ranzoomen kann. Und der größte Pluspunkt überhaupt, das taktische Geschick, mit der auch Schlachten in starker Unterzahl gewonnen werden können. Es folgt dem leicht zu lernen, schwer zu meistern Prinzip, wobei leicht zu lernen hier relativ zu verstehen ist. Ich habe dennoch mehrere Stunden benötigt, um die Grundzüge zu lernen. Was ist weniger gut? Die größte Schwäche ist für mich die Kampagne. Aus zwei Gründen. Erstens wird beim Spielen der Kampagne ein falscher Eindruck erweckt, worum es im Spiel geht. Nämlich kann man dort die meisten Gefechte automatisch abwickeln lassen, weswegen ich die ersten zwei Stunden dachte, dass die Gefechte nur ein nettes Extra sind, nicht aber der Fokus des Spiels. Zweitens, nachdem man sich mit dem System der rundenbasierten Strategie auseinandergesetzt hat, kommt das Gefühl auf, als wäre die Kampagne nur da, um da zu sein. Es fehlt Tiefe, Komplexität oder, naja, Strategie. Ein letzter, recht kleiner Kritikpunkt ist noch das Tutorial. Es lehrt einem im Prinzip nur, wie man Truppen bewegt, und man hat dort eine so viel größere Armee als der Gegner, dass alle Taktikelemente wegfallen. Dadurch entsteht das Gefühl, als würde das Tutorial einem zeigen, dass 1 plus 1 gleich 2 ist, und die echten Gefechte verlangen dann, den Mondumfang zu berechnen. Aber das war's auch schon. Damit kommen wir zum Fazit. Total War Warhammer bietet Schlachten von riesigem Maßstab. Die Auswirkungen der taktischen Elemente sind spürbar und können die Schlacht entscheiden. Es ist ein Nischenprodukt, aber für diejenigen, die diese Nische anspricht, ist es top. Zwar sind die Elemente außerhalb der Gefechte bestenfalls mäßig, aber das ist unbedeutend, denn der Fokus liegt klar bei den Gefechten und damit kann ich es ziemlich problemlos empfehlen. Das war aber auch alles, das war's von mir, vielen Dank fürs Zusehen und gehabt dich wohl.